Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe mir einen Socken-Adventskalender gekauft und ja, ich habe dafür 100 Euro ausgegeben. Ich bin mal gespannt, was in dem Snox-Adventskalender drin ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich meine, man konnte auswählen, ob ne, Mann oder Frau, und man konnte auch die Größe halt auswählen, klar. Und ja, es sind hier, ich hoffe, 24 Paar Socken drin. Und der soll einen Warenwert von 160 Euro haben. Link ist in der Infobox, wie immer, aber... Ich bin mal gespannt, Leute, ganz ehrlich, ne? Und solltest auch du Teil meiner super verrückten Crew werden wollen, dann abonniere mich doch sehr, sehr gerne und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ja, wirklich irgendwie super special sieht der jetzt nicht aus, ne? Es ist halt einfach ein relativ simpler Adventskalender. Ja, und wir gucken mal rein. Ja, und wenn man unten das halt rauszieht, dann fällt alles andere runter. Ach, guck mal, du hast ja auch wohl irgendwie für den Zeitraum, wo dann ungefähr das Kläppchen ist, auch kurz. Hier hast du zum Beispiel 15% Rabatt auf alle kurzen Socken mit einem sehr, sehr ne, exklusiven Code hier. Und das gilt dann vom 1. bis zum 5.12. Ja, also wenn man da halt sagt, okay, Mensch, das gefällt mir jetzt gerade richtig gut, bestellt man sich noch welche. Die finde ich aber richtig schön, ne? Und ich trage solche Socken ganzjährig. Und ich bin sehr froh, dass wir hier auch wirklich ein paar Socken drin haben. Ich habe die Größe 39 bis 42 gewählt, weil ich Schuhgröße 41 habe. Manchmal aber auch ein bisschen größer, weil ich halt einfach dazu tendiere. Also ich habe halt wirklich, also ich habe manchmal auch einfach, wie soll man das sagen, geschwollene Füße? Ich weiß es nicht. Ich ziehe mal eine Socke an, dass man das repräsentativ mal sieht. Okay. Muss sagen, die ist hier oben doch relativ eng, ne? Also ich habe halt auch wirklich keine dezenten Waden. Meine Waden sind relativ voluminös, weswegen ich manchmal auch Probleme mit Stiefeln habe. Und das wird jetzt kein komplettes Try-on, aber ja, fühlt sich gut an. Ist eine schöne Socke, ne? Kann man nicht anders sagen. Die wird jetzt auch nicht super warm sein. Also ist jetzt nichts so als super sommerliche Socke, aber ich glaube, das ist einfach eine gute Socke. Der 2. Dezember... Hier haben wir kurze Socken drin, und zwar richtig kurze. Das sind so Sneaker-Socken und das sind schwarze, feiere ich total. Ich finde es immer wichtig, dass dann auch die Größe tatsächlich draufsteht, weil dann kann ich, wenn ich halt wasche, alle Socken auseinanderhalten. Ansonsten trägt irgendwann mein Freund meine Socken und dann habe ich ein Problem. Das sind welche, die sind aber auch noch irgendwie so ein bisschen luftiger. Also hier sind so, weiß ich nicht, ne, so teilweise, dass man hier ein bisschen mehr Luft durchbekommt. Sieht man das? Oder sehe ich das nur von der Seite? Guck mal da. Da sieht man das vielleicht ein bisschen in der Mitte, ne? Da ist es ein bisschen gröber gewebt. Und hier ist es, glaube ich, ein bisschen enger, damit es ein bisschen fester ist. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Ach so, warte. Am 2. Dezember? Nee, hatte ich tatsächlich keinen Code. Das heißt, dann ist immer... Dann hatte ich vom 1. bis zum 5. den Code. Und dann ist ab dem 6. dann vielleicht wieder was. Okay, interessant zu wissen. Ganz klassische Tennissocken. Und da hast du dann auch Snox draufstehen. Ja, einfach so. Weiße Socken, die werden bei mir super schnell schmuddelig, bin ich ehrlich, weil ich auch sehr viel barfuß laufe. Ne? Auch hier, das Bündchen ist relativ eng, muss ich wirklich sagen. Das ist bei mir echt immer so ein Thema, weswegen ich auch gerne solche Bambussocken oder so anziehe. Und jetzt gerade habe ich welche, ich glaube, die habe ich von Corinne mal geschenkt gekriegt. Ne? Tinkerbell, sieht man das? Ich weiß es nicht. Es sind halt Socken. Es sind schöne Socken. Es steht Snox drauf. Es ist ganz süß ja auch mit diesem Bündchen. Ne? Das ist ja auch irgendwie total angesagt, dass man Socken sieht, wenn man sie trägt. Hier haben wir die Nummer 4. Da stehen auch immer so ein paar Facts mit dabei, dass zum Beispiel Snox erst nur über Amazon verkauft wurde und so. Okay, das ist jetzt ein bisschen, weil jetzt hatten wir ja gerade schon diese Tennissocken quasi drin und jetzt haben wir die halt nochmal in komplett weiß. Ja, haut einen jetzt nicht so ganz vom Hocker. Also das Material steht hier übrigens auch immer drauf und die Waschanleitung. Ach, guck mal, hier steht auch Tennissocken drauf. Das andere waren übrigens hohe Sportsocken mit Streifen. Dann das erste waren Xmas Special und das zweite waren Sneakersocken. Ach, guck mal, die haben sogar Namen. Am 5. Dezember habe ich Retro-Sneakersocken mit Streifen. So, ich habe das System verstanden. Hat nur ein paar Tage gedauert hier. ja, das sind auch einfach so... Nicht ganz so hohe Socken. Ich glaube, die werden bei mir so richtig toll sein, weil die halt nicht an die Waden gehen, ne? Und ja, die sind relativ dicker. Also auch so vom, wie sich das hier so anfühlt. Weil die hier, genau, die sind hier auch so flauschig. Was ich ganz schön finde. Also
Winter dann auch ganz gut geeignet. Und ja, die sind einfach in Grau mit den Streifen hier oben. Snox steht drauf. Gut. Und war das nicht bei Snox irgendwie so, dass die auch irgendwie eine gewisse Garantie auf die Haltbarkeit oder diese Kein-Loch-Garantie oder sowas geben? Am 6. Dezember zu Nikolaus haben wir ein Xmas-Special drin. Finde ich aber ehrlich gesagt auch ganz schön, dass wir hier auch Spezialsocken quasi drin haben. Die mag ich auch gerne leiden. Das sind halt grüne Socken mit Zuckerstangen drauf. Und dann haben wir hier auch noch den Mistelzweig zu sehen. Und ja, die sind dann halt alle in dem gleichen Material, denke ich mal, ne? Am 7. Dezember haben wir wieder Sneakersocken drin. Ja, und die sind einfach weiß. Eben hatten wir schwarze, jetzt haben wir weiße. Das ist ein Klassiker. Ich persönlich hätte schon, also ja, ich hätte mir so eine absolute Abwechslung gewünscht, dass man quasi die Hälfte Weihnachtssocken hat, ne? Die Hälfte im Weihnachtsmuster quasi und die andere Hälfte dann quasi im normalen Design, dass man das halt so klassisch trägt. Aber ich bin ja auch ein bisschen verrückt, dass ich sowas ganzjährig trage, ne? Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Und hier kriegen wir dann auch nochmal 15% Rabatt auf Unterwäsche. Siehste wohl. Das ist ein Xmas-Special, siehst du wohl. Ich muss nur oft genug danach rufen, dass ich jetzt hier auch ein Xmas-Special möchte. Och süß. Da sind zwei Zuckerstangen drauf, die halt quasi zu einem Herz geformt sind. Und die sind halt alle vom gleichen Stil, würde ich jetzt mal so sagen. Außer, dass die halt unterschiedlich bedruckt sind, so, ne? Ja. Sockenvideo ist auch mal abgefahren. In der Nummer 9 dürfen wir uns über hohe Sportsocken mit Streifen freuen. Ja, und das sind halt auch einfach schwarze Sportsocken. Also bei mir ist es halt wirklich so, weiß und schwarz ist bei mir immer gruselig, weil auf schwarzen Socken bleibt halt immer alles von Sammy hängen. Also die ganzen Hundehaare habe ich dann quasi da dran. Und bei weißen Socken, die werden halt super schnell schmuddelig. Deswegen trage ich halt immer bunte Socken. Aber mein Freund trägt zum Beispiel immer schwarze Socken. Und ja, genau, da steht Snox drauf, da sind Streifen drauf. Hübsch. Das hat ja nicht so gut gehalten, Leute. Naja, in der Nummer 10 darf es mit Tennissocken weitergehen. Also das Tennissocken-Thema scheint hier echt so ein Ding zu sein. Sport und Tennissocken. Ja, das sind einmal diese hier. Die haben, also ich glaube, Tennissocken haben dann hier quasi nochmal die Verstärkung, dass sie halt sich nicht bewegen, ne, dass man sich selber gut drin bewegen kann, ohne dass die Socken verrutschen. Das ist so ein ganz klassisches Mausgrau. Am 11. Dezember haben wir Füßlinge drin. Siehste wohl. Passen Füßlinge zum Winter? Ich glaube nicht unbedingt, aber ich finde es großartig, denn sie sind halt auch wirklich in so einem krassen, krassen Sonnengelb und das feiere ich. Und bei Snox ist halt auch diese Besonderheit, da steht ja hier hinten immer Snox drauf, ne? Und dann hast du hier drin diese Klebegeschichte, also es klebt nicht, dieses Gummierte. Und das hält wohl richtig, richtig gut, sodass die nicht rutschen. Und das habe ich so häufig, vor allem wenn ich dann mit Sammy im Sommer spazieren gehe und dann wirklich auch Schwitzifüße habe, ne? Dann rutschen mir die Socken runter bis zum geht nicht mehr. Und das nervt mich, dass ich dann gefühlt alle 5 Meter anhalten muss, um meine Socken unter meinem Schuh rauszupulen. Und deswegen, das feiere ich total, dass die hier beiden, also dass dieses Paar hier drin ist. Nicht nur wegen der Farbe, sondern auch wegen dem Stil. Da hätte ich mir gerne mehr von erwünscht. Die Halbzeit haben wir hier am 12. Dezember und hier sind wieder Sneakersocken drin. Die hatten wir ja schon in weiß und jetzt haben wir sie nochmal in Mausgrau. Ja, genau, das ist das nämlich hier mit diesem, es ist irgendwie teilweise durchsichtig, dass man da irgendwie eine bessere, das sieht man hier wahrscheinlich auch besser, ne? Hier sind halt diese Streifen und die sind dann anders gewebt und hier ist dann nochmal verstärkt, dass es nicht rutscht, so und ja. Dadurch hat man dann eine bessere Durchlüftung wahrscheinlich. Belüftung, Durchlüftung vor allem. Am 13. Dezember haben wir hohe Sportsocken mit Streifen drin. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Seid ihr eher so Team, ich möchte lieber hier klassische Socken drin haben in klassischen Farben oder lieber komplett ganz viele Weihnachtsmuster? Ja, so schauen die aus. Das sind, hatten wir die nicht schon? Die hatten wir auf jeden Fall in Rot, wenn das die gleichen sind, ne? Das war ja schon Rot. Also Rot-Weiß. In, das waren nochmal andere. In Schwarz-Weiß hatten wir die schon. Na gut. Und jetzt haben wir die nochmal in Weiß-Schwarz. Yay. Der 14. Dezember enthält auch wieder Tennissocken. 8 Jahre waren es dieses Jahr am 8. Juni. Ach, guck mal. 8 Jahre gibt es die schon. Das ist ja schön. Siehste, rot. Ja, schöne rote Socken. Das mag ich doch gerne leiden. Schön was Knalliges, ne? Das ist einfach großartig, das ist weihnachtlich, aber halt auch wirklich zeitlos, meiner Meinung nach. Und ja, hier steht aber nirgendwo groß Snox drauf, außer halt unten drunter. Schön,
Am 15. Dezember gibt es wieder ein Xmas Special. Und hier haben wir auch wieder einen Code mit am Start. Der gilt dann bis zum 19.12. Und das gilt dann auf lange Socken. Ist natürlich auch crazy, ne? Du hast dann immer nur für spezielle Socken die Codes. Okay, es ist wieder in so einem wunderschönen Olivgrün. Und das sind sehr dezente Wintersocken oder Weihnachtssocken. Denn hier haben wir einfach nur so eine Schneeflocke drauf. Ja. Am 16. Dezember haben wir wieder Retro-Sneaker-Socken mit Streifen drin. Und die sind in schwarz mit weißen Streifen. Und schauen so aus. Und die sind auch wirklich ein bisschen dicker. Ne? Das hatte ich ja eben schon gesagt. Also unten drunter nochmal verstärkt. Das könnte sein, dass man sich fühlt, als würde man auf Wolken gehen. Am 17. Dezember haben wir dann Sneakersocken drin. Das ist ja eine Woche vor Heiligabend. Und hier haben wir auch wieder dieses wunderschöne Sonnengelb. Eieiei. Die hatten wir schon als Füßlinge drin. Und jetzt sind sie hier nochmal als Sneakersocken drin enthalten. Ich finde das cool. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wir dürfen Tennis spielen und können dazu Tennissocken anziehen. Ich sortiere mir das hier gerade, ne? Ja, ich bin ein Monk. Ihr habt schon oft genug mitbekommen, dass ich hier einfach auch nach Art sortiere. Zum Beispiel haben wir jetzt das vierte Paar Tennissocken hier drin. Das sind einfach ganz normale, schlicht schwarze Tennissocken. Es ist wirklich alles sehr eintönig hier. Klar, die kleinen Farbtupfer immer mal wieder zwischendrin, ne? Aber es ist schon sehr klassisch. Die haben aber wahrscheinlich halt auch einfach die Bestseller oder so reingepackt, hoffe ich mal. Am 19. Dezember haben wir Retro-Sneakersocken mit Streifen. Auch das ist unser drittes Paar davon. Was heißt auch, das andere war eben das vierte Paar. Und die sind auch wieder mit dieser verstärkten Sohle in weiß mit schwarzen Streifen und schwarzer Schrift. Ja. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier haben wir hohe Sportsocken mit Streifen drin enthalten. In einem fantastischen Mausgrau und schwarzen Streifen und schwarzer Schrift. Ist das komplett, das ist eigentlich alles komplett Unisex, ne? Ja, ist eigentlich egal. Ich glaube, man konnte nicht auswählen zwischen männlich oder weiblich. Ja, die Nummer 21 ist irgendwie aufgegangen. Die hat sich auch schon ein bisschen verraten. Hier sind nämlich die Füßlinge drin in einem wunderschönen Rotton. Jetzt ist hier ein bisschen Kram dran. Okay, Sammy hat hier eben noch gelegen. Das sind diese Füßlinge, die halt hier hinten diese gummierte Sache mit drin haben, sodass sie nicht rutschen. Schön. Oh ja, die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22, enthält Weihnachtssocken in einer Special Edition. Und hier bekommen wir 20% auf das komplette Sortiment vom 22. bis zum 26.12. Da kannst du halt keine Wintereinkäufe oder Weihnachtseinkäufe mehr machen. Ne? Hier haben wir so beige Socken und da haben wir quasi Weihnachtssocken in Rot drauf, Schneeflocken und auch Zuckerstangen. Und ja, das schaut ganz hübsch aus. Die 23 und die 24 chillen da oben ab, ne? So, da haben wir erstmal die Retro-Sneaker-Socken mit Streifen in der Nummer 23. Und die sind weiß mit, oh la la, gelber Schrift. Das finde ich ja schon irgendwie ziemlich abgefahren, ne? Mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Das ist ja auch wieder mit dieser verstärkten Sohle. Ich glaube, die finde ich besonders toll. Ich hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn der 24. Dezember kein Xmas-Special gewesen wäre. Das muss jetzt aber wirklich auch ein krasses sein, ne? Hunde sind bei uns im Büro nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Sie sind einfach die besten Feel-Good-Managerinnen fürs Team. Das stimmt tatsächlich. Ich habe aber schon sehr, sehr häufig mitbekommen, dass Firmen das nicht so nice finden, wenn Tiere mit im Büro sind, was ich sehr schade finde. Ja. Es ist dezent. Also hier hätte ich mir mehr einen Knaller gewünscht, wobei das natürlich super witzig ist. Du hast eine olivgrüne Socke, wo du quasi nochmal eine Weihnachtssocke drauf hast. Yay, ne? Das ist dann halt auch immer nur auf einer Seite der Socke zu finden. Und ansonsten hast du hier eine rote Schrift. Ist schön. Ich habe jetzt hier einen wirklichen Sockenhaufen, ne? Das ist ja wirklich nicht ganz so bunt. Wenn man sich das auch anguckt, ne? Es ist nicht ganz so bunt, der Inhalt des Adventskalenders. Ja, moin. Und, insgesamt haben wir, das können wir mal zusammenfassen, 6-mal Xmas-Specials gehabt, was ich gut finde. Es ist zwar nicht 12-mal, so wie ich mir das gewünscht hätte, aber es ist immerhin was. Wir haben ansonsten 4-mal die Tennissocken, 4-mal die Sneakersocken und 4-mal hohe Sportsocken mit Streifen und auch 4-mal die Retro-Sneakersocken. Und leider haben wir nur 2-mal die Füßlinge drin. Nun, aber trotzdem ist es ja, wenn man sich das so insgesamt anguckt, auch ein guter Mix. Wenn man halt jemand ist, der sagt, Mensch, ich brauche eh mal neue Socken, ist es vielleicht echt mal einen Blick wert. Wenn man halt sagt, okay, auch 6 Weihnachtssocken zwischendrin fände ich auch mal ganz nice, kann man sich das angucken.
Wobei 99,99 Euro für einen Adventskalender mit Socken drin halt echt eine Stange Geld ist, ne? Muss man halt auch sagen. Es sind letztendlich 24 Paar Socken. Aber ich finde es gut, denn ich finde Snocksocken gut. Ich mag die. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, dass es Sinn macht, dass ich euch den Adventskalender auch mal vorstelle. Das Ding sieht jetzt auch am Ende nicht ganz so nice aus, ne? Ich weiß auch nicht, ob man den wieder befüllen kann. Wahrscheinlich eher weniger, weil du hast hier ja auch alles draufstehen. Das ist ja auch irgendwie Tinnef, ne? Das ist natürlich schade. Ihr Lieben, was meint ihr zu dem Adventskalender? Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Ich gehe jetzt ein bisschen Socken waschen und wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.